Ihre News aus der Region, meine Damen und Herren, guten Abend. Und Thurgauerin mit Visionen. Die Isa Müller will mit ihrem TÜV um die ganze Welt. Über 6'000 Rocker haben sich heute für kranke Kinder auf ihren TÜV geschwungen. In Dübendorf ist heute Morgen der 26. Love Ride losgegangen. Und der war gleichzeitig auch der Startschuss für eine viel weitere Reise. Eine Thurgauerin will von Dübendorf aus um die ganze Welt. Und das in nur ein paar wenigen Wochen. Matthias Jutzeler. Isabella Müller steht in den Startlöchern. Die Thurgauerin muss sich bei ihrem Rennen um die Welt gegen vier andere Kandidatinnen aus vier anderen Nationen durchsetzen. Gewonnen hat, wer am schnellsten wieder zu Hause ist. Dass Isabella Müller an der Weltreise mitmacht, ist aber eher ein Zufall. Weil man mich um Hilfe angebietet hat und wir Frauen können doch schlecht Nein sagen. Und TÜV fahren ist mein Leben und wie kann ich da wieder stehen? Gar nicht. Die Nervosität von der Thurgauerin sei in den letzten Tagen abgeflaut und habe sich eher in Vorfreude umgewandelt. Ganz im Gegensatz zu der vom Organisator. Ich will lügen, wenn nicht. Das ist klar. Ich meine, ich bin hier am laufenden Ohr mit vier Nationen. Ich muss euch vorstellen, zur gleichen Zeit, als ich jetzt hier mit euch rede, ist in St. Petersburg, in Minneapolis und in Graz geht genau die gleiche Sache los. Das sind grosse Feste, grosse Partys. Und da, ja, es ist sicher ein bisschen nervös. Ja. Die Route von Isabella Müller führt sie quer durch Europa, Kanada und die Vereinigten Staaten. Immer verfolgt wird sie dabei von ihrer Konkurrentin aus Österreich. Das ist aber nicht die einzige Gegnerin, die der Thurgauerin gefährlich werden kann. Oh Jesus Gott, alle. Jede Konkurrentin, Freundin, Teamkollegin. Da hat jede ihre Stärken. Also auf jeden Fall, da ist keine zu unterschätzen. Obwohl TÜV-Fahren ein Hobby von Isabella Müller ist, wird sie sich auf der Weltreise an ein paar Umstände zuerst gewöhnen. Ich bin eigentlich sonst Alpen, also Passfahrerin. Für mich wird die grösste Herausforderung sein, das ewige Geradeausfahren. Ich freue mich extrem auf den Dragon Tail in Amerika, weil da haben alle versprochen, es sind 340 Kurven. Und somit, ja. Und natürlich wieder heimzukommen, meine Familie wieder zu sehen. Der Urs Bedreiter, der Weltrekordhalter auf dieser Strecke ist, schätzt die Chancen von Isabella Müller als gut ein. Der Organisator der Weltumrundung hat mit seinem Rennen eine eher unbekannte Sportart in die Schweiz geholt. Grundsätzlich ist es eine angelsächsische Sportart. Das hat man schon von früher gemacht, in der Luftfahrt, in der Eisenbahngeschichte, im Segelsport, Erdumrundungen, Umrundungen, Durchquerungen von Kontinenten. Und ich glaube, wir wären heute nicht da mit der Technik, wenn es das früher nicht schon gegeben hätte. Man hat sich früher nicht hoch gemessen. Wenn Isabella Müller den Weltrekord knacken will, muss sie in 16 Tagen wieder zurück in die Schweiz sein.